So, hallo euch allen. Das ist mal wieder bei Man Elephant 19. Immer noch im Night Guardians Event unterwegs in der Prepare for the Enduring Night Challenge. Wir haben die siebte Herausforderung. Sind, glaube ich, immer noch bei den Tampa Bay Buccaneers. Genau, bei der Rushing Defense. Nothing gained. Rushing Defense Trial 3. Do not allow a single rushing yard on the first play. Okay. Das heißt, hier haben wir jetzt, hoffe ich mal, eine Challenge, die relativ zügig geht. Das kann eine One-Game-Challenge werden, weil wir müssen ja einfach nur sehen, dass wir keine Rushing Yard zulassen. Logisch, das heißt, wir werden jetzt mit allem blitzen, was wir haben, um die Bugs zu stoppen am Boden. Aber wie gesagt, da bin ich optimistisch. Wir haben ja schon zwei Rushing Trials gegen die Bugs hinter uns. Die waren jetzt nett angsteinflößend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen denke ich mal, kriegen wir den Spaß gleich auch noch hin. Jo, da sind wir. Also kein Rushing Yard zulassen. Wir haben nur ein einziges Play. Hoffe ich, dass ich einen schönen Rush bekomme. Den Edge-Ding hätte ich mir gewünscht. Und den bekommen wir auch. Damit machen wir die Mitte relativ zu. So, ich wechsle wieder auf meinen End, die Marcus Lawrence. Okay, das war ein Passing-Versuch. Interessant. Ja, damit. Haha, sehr schön. Haben wir noch nicht mal run-technisch irgendetwas stoppen müssen. Das hat schon gereicht. Wir haben die Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.